Ja, kommst du hier einfach so. Es geht nämlich darum, den Raum gleichmäßig zu füllen. Das heißt also, dass der Abstand zum Nachbarn und zum Mobiliar der gleiche ist. Und dazu wandern wir einfach im Raum umher und schauen, dass wir keine Löcher bilden, sondern eine Lücke füllen. Und wir können das auch relativ schnell machen. Also machen wir mal hier die Grenze. Victor, okay, herzlich willkommen hier. So, und wenn ich Stopp sage, dann können wir mal so einen Test machen, ob es da Löcher gibt oder ob es da irgendwelche Häufungspunkte gibt. Wer uns begrüßt hat, kann das jetzt auch wunderbar nachholen. So, ich sag mal Stopp. So, ja. Da ist ziemlich viel Luft. Ich will das ja nur feststellen. Und da haben wir eine einsame Vertreterin und dahinter gleich noch ein Vertreter. Also, wir machen das gleich nochmal, sozusagen einen Verbesserungsversuch und gehen auch ein bisschen schneller. Nicht? Und schauen, dass wir überall zu allem den gleichen Abstand haben. Oh, da handelt sich alles vor der Kamera. Bringt mir jetzt einer dass hier gefilmt wird. Wir sind in einer öffentlichen Veranstaltung. Und dann darf das ja auch. Gut. Darf man das gegenüber küssen auch oder nicht? Ich würde da mal Abstand wahren. Ja, nicht gleich Womanizer. Wir führen jetzt eine Variante ein. Wenn ich das nächste Mal Stopp sage, finden sich zwei zusammen. Ganz einfach, Pärchen bilden, sozusagen. Aber erstmal rennen wir herum und schauen, dass wir zu allen den gleichen Abstand haben. Sage ich Stopp, dann nicht. Nach Ausschau halten, von der nächsten Richtung. Ganz klar. Also, laufen. Stopp! Gut. Ja, natürlich lässt sich das auch steigern. Ménage à trois. Nicht? Also, wir machen jetzt als nächstes eine Dreierpartie. Bitte laufen! Ja, jo, und es gibt auch noch eine verschärfte Variante. Jetzt verkündige ich dann eine bestimmte Anzahl von Gliedmaßen, die sich dann finden. Okay? Also, laufen. Und schauen, Abstand, immer gleich Abstand. 90! Was? 9! Wir haben nur 3, wir brauchen Knie! Perfekt. Nee, jetzt sind wir 9. Wir meinen rausgeschossen. Ja. Wir nehmen nicht. Ja, gut. Aber ich habe den. Ja, sollen wir es nochmal probieren? Ja, doch. Und also, super. Was anderes haben wir? 31 Finger. Schaut, einer fehlt. Es fehlt einer. Jetzt haben wir es. Ein Finger noch von euch. Gut. Wunderbar. Aber für die Kamera, wir haben sehr gut gerechnet. Eine Frage noch. Ist jemand mit jemand anderem zusammengestoßen? Nein. Das freut mich sehr, weil das wieder mal den Beweis geliefert hat,
was wir gespielt haben, dass zu Fuß gehen die intelligenteste Art der Fortbewegung ist. Passieren keine Unfälle. Ja. Darf ich ganz kurz was fragen? Ja. Zwischendrin. Sind da viele Sprünge drin in dem Buch? Oder ist es so, ich kenne es überhaupt nicht. Bin einfach nur 121. Ah, dann ist das Buch gut. Es fährt ein, der Zug um Planabfahrt 18:25 Uhr auf Gleis 7 und man ist selber bei Gleis 1. So. Und jetzt gehe ich zum Koffer, Koffer in der rechten Hand oder in der linken Hand oder doch in der rechten Hand. Ja. 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 So. Ja, stopp! Auf die Plätze! Fertig! Los! Man muss sich schon bewegen. Man muss, sollte sich ständig bewegen. Wer dort so auf der Stelle treten zu können, wird das alles irgendwann einmal bleiben lassen. Also, es kommt eher darauf an, in Zeitlupe. Möglichst wenig Meter zu machen. Still. Da haben wir schon einen Triple Fix, der also voraussichtlich. Da läuft jemand rückwärts, will ich nur sagen. Ich habe verloren. Da schummelt jemand. Eine möglichst langsame Bewegung. Meine erste Rolle war mit 4. Da musste ich einen schmelzenden Schneemann spielen. Ja. So eine Dominikanerin in dem Kindergarten. Ja, das macht man. Ja. Oh, da schummelt sich einer nach hinten. Aber so elegant, dass es kein Mensch mehr hat. Oh ja, alles schon. Hier ist es wirklich. Alles schon. Bald hat er es geschafft und ist wieder an der Startlinie. Okay. Ich mach's mal mit 3. Okay. Ich hoffe, ich bring's noch zusammen. Also, wir waren drei Spaziergänger und wir sind also fröhlich wandernd durch die Gegend gegangen, ohne von der Stelle zu kommen, weil da vorne war die Rampe. Na? Okay? Und da habe ich folgenden Schritt gelernt. Machen, dann können Sie auch wunderbar machen. Ah, ich bin raus. Wunderbar. Das heißt, wir rennen wieder im Raum umher und schauen an, wer uns gefährdet werden könnte. Und stellen fest, da man hier noch ein paar andere und ich überlege mir, ob ich mir das erlauben kann. Beispielsweise den Vampir von Straßburg. Absolut. Ja, ich bin der billigste Vampir.